Es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. 1. Korinther Kapitel 3, Verse 18 bis 23. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, Hiob 5, 13, die Weisen fängt er in ihrer List, und wiederum Psalm 94, 11, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Echte Freiheit liegt von außen betrachtet immer ganz nahe am Leichtsinn. Für die einen kann das dann wie billige Gnade aussehen, aber andere erkennen darin genau das Gegenteil, nämlich wahre Freiheit und echte Freude. Auch gerade dann, wenn man versteht, dass diese Welt für ein Kind Gottes tatsächlich nur in allem ein Erfüllungsgehilfe ist. Wenn man den Eingangstext liest, könnte man meinen, dass eine fromme Torheit durchaus etwas Wertvolles und Wichtiges zu sein scheint, sozusagen eine Voraussetzung in der Nachfolge und Jüngerschaft. Wenn man sich in dieser Welt selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt, ist das für nicht wenige Zeitgenossen tatsächlich etwas verrückt und einfältig. Normalerweise will man als vernünftiger Mensch leidvolle Erfahrungen möglichst vermeiden und ihnen irgendwie auch aus dem Weg gehen. Wer das nicht grundsätzlich auch will, kann doch nicht mehr normal sein, oder? Aber selbst der Tod ist letztlich nur die Tür zum Himmel. Also gehört uns sozusagen sogar der Tod und nicht umgekehrt. In Philipper 1, 21 heißt es, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Der Apostel Paulus bezeichnete sich gegenüber seinen Glaubensgeschwistern als ein Narr um Christi willen, 1. Korinther 14. Im griechischen Urtext steht für Narr das Wort Moros, was so viel bedeutet wie Schwachheit im Geist, Schwachkopf oder auch einfach und schlicht Trottel. So werden engagierte Christen ja auch nicht selten gesehen. Gott nimmt das nun bewusst zum Anlass dafür, durch törichte Predigt die Menschen am Evangelium teilhaben zu lassen, nämlich bei denen, die daran glauben. 1. Korinther 1, 18 bis 21. Auch im Alten Bund gab es einige Verrücktheiten, mit denen Gott durch eine tiefgründige Ironie die Macht seiner Stärke und die Eindeutigkeit seines Willens deutlich machte. So lief der Prophet Jesaja 3 Jahre lang komplett nackt durch die Gegend, um Gottes Weissagungen Ägypten betreffend zu dokumentieren. In Jesaja 20, in den Versen 3 bis 4 heißt es, da sprach der Herr, gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß ging 3 Jahre lang, als Zeichen und Weissagung über Ägypten und Kusch, so wird der König von Assyrien wegtreiben die Gefangenen Ägyptens und die Verbannten von Kusch, jung und alt, nackt und barfuß, in schmählicher Blöße zur Schande Ägyptens. Jeremia sollte sich ein hölzernes Joch herstellen, um es sich selbst auf die Schultern zu legen, Jeremia 27, 1 bis 7. Damit sollte den damaligen Völkern symbolisch der Wille Gottes gezeigt werden, nämlich sich dem von ihm eingesetzten König Nebukadnezar unterzuordnen. Ein weiterer alttestamentlicher Prophet, Hosea, sollte eine Prostituierte heiraten und Kinder mit ihr zeugen, Hosea 1, 2 bis 6. Somit wurde Hoseas Ehe ein Zeichen für die Untreue Israels. Als die Bundeslade in das Haus des Königs Davids zurückkam, tanzt er ausgelassen und voller Freude nur mit einem Priesterschurz um die
Hüften bekleidet, und das vor allen Leuten. 2. Samuel 6, 14 bis 23. Die Tochter Sauls war darüber ziemlich empört und dachte wohl anfangs, dass David jetzt vollständig übergeschnappt sei. Gott strafte sie. Vielleicht gibt es bei dir und auch in deinem Leben etwas Außergewöhnliches, was auf und ins Gewicht fällt, etwas, das sowohl Außenstehende als auch Mitchristen ins Grübeln und Nachdenken bringt. Etwas, womit du Gott aber auch ehren kannst, indem du es trägst, erduldest, aushältst und annimmst, Frieden darüber hast. Etwas, mit dem du Gott jetzt erst recht ehrst und ihn dadurch auch anbetest. Alles ist unser. Es dient uns tatsächlich alles zum Besten. Römer 8, 28. Was töricht und schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt. 1. Korinther 1, 27. Damit er zu Schanden macht, was stark ist. Also egal, was schwach oder stark, leicht oder schwer, einfach oder kompliziert, kurz oder lange, groß oder klein ist, wir können es aus Gottes Hand nehmen und Frieden darüber finden. So gesehen ist Stärke ohne Gott eine Schande und Schwäche in Gott Stärke. Das Geringe und Verachtete triumphiert bei Gott, selbst dann, wenn es von außen müde belächelt, verurteilt oder sogar verfolgt wird. Die Letzten werden die Ersten sein, Lukas 13, 30. Und für uns Christen bedeutet das eben auch, dass wir in unserer Nachfolge und praktischem Glaubensleben keinen Tunnelblick brauchen und krampfhaft uns an wenigen Dingen orientieren müssen, um Schaden abzuwenden. Nein, wir können aus allem etwas Positives mitnehmen, sogar aus von außen gesehen negativen Dingen und auch aus mancher Niederlage und Enttäuschung. Das geht sogar so weit, wie erwähnt, dass selbst der Tod, den ja alle fürchten und den keiner froh macht, aber für uns ist das wie ein ausgerollter Teppich auf dem Weg zum ewigen Leben, in den Himmel, zu Jesus Christus, in die Ewigkeit. Und das ist auch ein Grund zur Freude. Der Tod ist eben nicht das Ende, und hinter dem Horizont geht es tatsächlich weiter. In einem Kommentar zu 1. Korinther 3, 23, ihr aber seid Christi, schreibt Charles Haddon Spurgeon folgendes: Ihr aber seid Christi, ihr seid sein Eigen als Gabe, denn der Vater hat euch den Sohn gegeben, sein Eigen durch sein blutiges Lösegeld, denn er hat den hohen Preis für eure Erlösung bezahlt, sein Eigen durch euer Gelübde, denn ihr habt euch ihm übergeben, sein Eigen durch Verwandtschaft, denn ihr seid nach seinem Namen genannt und seid seine Brüder und Miterben geworden. So zeige denn, lieber Christ, durch die Tat, dass du der Knecht, der Freund, die Braut Jesu bist. Versuch dich die Sünde, so antworte: Wie sollte ich ein solch großes Übel tun? Ich gehöre ja Christo an. Ein unsterbliches Gesetz verwehrt dem Freunde Christi die Sünde. Wenn euch reicher Gewinn zur Sünde verlocken will, so sagt ihr, dass ihr Christi seid und rührt nichts an. Drohen euch Verlegenheiten und Gefahren, dann seid standhaft und gedenkt, dass ihr Christi seid. Seid ihr hingestellt, wo andere müßig sitzen und zusehen, so macht euch mit Aufbietung aller Kraft ans Werk und rinnt euch der Schweiß von der Stirne. Und wollt ihr ermatten, so ruft: Nein, ich will nicht ruhen, denn ich bin Christi. Wäre ich nicht mit Blut erkauft, so möchte ich vielleicht wie Issachar mich zwischen den Grenzen lagern, aber ich bin Christi und darf nicht ruhen. Wenn der Sirenengesang der Luft euch vom Pfade der Gerechtigkeit hinweglocken will, so sprecht: Dein Reigen verführt mich nicht, denn ich bin Christi. Verleugne dein Bekenntnis nie, deine Tat sei allezeit Christi würdig, deine Rede lieblich gewürzt, dein Wort und Wandel himmlisch, auf dass alle, die dich sehen, wissen, dass du dem Heilande angehörst und in dir seine Liebe und sein heiliges Gemüt wohnen. Ich bin ein römischer Bürger, das war vor Zeiten ein unantastbarer Schutzbrief. Wie viel mehr sollte dir dies Wort ein Schutzbrief und Vorrecht zu einem Wandel der Heiligung sein? Ich bin Christi.
Soweit. Wir können als Christen tatsächlich von allem profitieren, auch gerade in geistlicher Hinsicht. Wir sollten als Prediger oder Christen allgemein nicht meinen, die Weisheit liegt in uns oder nur in bestimmten Personen, die wir dann favorisieren, wie die Korinther, die Paulus, Apollos und Petrus miteinander verglichen und womöglich auch gegeneinander ausspielten, weil jeder sozusagen seinen Fanclub hatte. Nein, es gehört uns alles. Freuen wir uns, wenn jeder von jedem profitieren kann und aus verschiedenen Gaben und Blickwinkeln in einem gemeinsamen Geist die Großartigkeit Gottes bewundern und erkennen dürfen und dass dies möglich ist durch die Kraft des Heiligen Geistes. William MacDonald schreibt: Uns gehören die christlichen Mitarbeiter, ob es Paulus, der Evangelist sei, oder Apollos, der Lehrer, oder Kephas, der Hirte. Weil sie alle zu uns gehören, ist es töricht, sie für uns zu beanspruchen, weil wir jeden von ihnen besitzen. Auch die Welt gehört uns. Als Miterben Christi werden wir sie eines Tages in Besitz nehmen, und in der Zwischenzeit gehört sie uns durch göttliche Verheißung. Diejenigen, die sich um die Welt kümmern, wissen nicht, dass sie es für uns tun. Dann gehört uns das Leben. Damit ist nicht nur die Existenz auf Erden gemeint, sondern Leben in seinem wahrsten, vollsten Sinne. Und der Tod gehört uns. Für uns ist er nicht länger ein gefürchteter Feind, der die Seele in undurchdringlicher Finsternis hält, sondern er ist ein Bote Gottes, der die Seele in den Himmel führt. Gegenwärtiges oder zukünftiges, alles ist ebenfalls unser. Es hat jemand einmal treffend gesagt, dass alle Dinge dem dienen, der Christus dient. A.T. Robertson hat einmal gesagt, die Sterne in ihren Bahnen kämpfen für den, der Gott bei der Erlösung der Welt mithilft. Soweit. Also betrifft das alle, die in der Nachfolge stehen und das Evangelium verkündigen, auf welche Art und Weise und wann auch immer. Gottes Erlösungswerk ist vollkommen, es ist perfekt. Und wir haben als Kinder Gottes nichts zu befürchten. Alles ist unser. In Hebräer 13, in den Versen 4 bis 8 heißt es: Denn er hat gesagt, Josua 1,5, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, Psalm 118,6, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen.